Biotope im Naturgarten, das war in dieser kleinen Vortragsreihe das Thema. Hier noch einmal die Übersicht, Teich, Trockenmauer, Hecke und Totholz. Und jetzt kommt ein kleiner Abschluss. Warum ist das so wichtig, dass wir uns darum kümmern, Biotope zu schaffen, Lebensräume? Und warum ist diese Aneinanderreihung mit dieser Kreisform so exemplarisch? Weil jeder einzelne Bereich für sich steht. Der Teich, die Trockenmauer, Hecke und Totholz sind eigene, in sich geschlossene, kleine Biotope. Und dieses Kreisdiagramm macht trotzdem etwas ganz Besonderes deutlich. Da, wo es Schnittmengen gibt, da ist die größte Vielfalt. Und ich war nicht gut in Mengenlehre, aber Schnittmengen habe ich verstanden. Und ich finde, dieses Bild zeigt es einfach sehr, sehr gut, dass wir, je mehr wir das miteinander verknüpfen können, wenn zum Beispiel die Trockenmauer am Teich beginnt und vielleicht dahinter eine Hecke ist und wir Totholz in die Hecke integrieren, in den Schnittmengen, wir immer mehr Vielfalt haben als in den eigenen Bereichen für sich, weil in den Schnittmengen treffen sich Pflanzen und Tiere von zwei oder von drei Bereichen und machen nochmal etwas Größeres, als sie alleine schon schaffen können. Dann entstehen Bilder wie diese, wo Tiere sich wirklich wohlfühlen. Und ja, wofür machen wir das alles? Für die Balance, für ein gutes, stabiles, sich selbst tragendes und erhaltendes, lebendiges Ökosystem. Und deshalb schaffen Sie vernetzte Lebensräume mit einem vielfältigen Nahrungsangebot und natürlichen Nistplätzen. Da haben die Eidechsen was von, da haben die Insekten was von, besonders unsere Wildbienen und auch die Igel und andere Kleinsäuger. Ich sage Ihnen vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Freude bei der Gestaltung lebendiger Lebensräume und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie Fragen haben, dann freue ich mich über eine Rückmeldung. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bis dann. Tschüss.